Welcome back to another German Food Review and it's Protein Bar time. Harry P. Body Fit by Seitenbacher. Whatever that means, do you know Harry P.? I have no idea what that means here. Is that a name? Is that a person? Or something different? Gluten free, okay. It's a protein bar with 24 gram of protein and 3.8 gram of BCAAs. But yeah, the stuff doesn't matter. It's just about the taste. And I don't want to talk about this stuff here. Yeah, some people write weird comments. Anyway, it's only about the taste and the calories, of course. 100 gram, 4 and 12. Okay, so this one is probably not suited as a chocolate replacement. I mean, 412 is quite high. So I guess there's a lot of, yeah, there's a lot of sugar in it. I prefer the ones without sugar. And one bar, 300 calories, yeah, you could eat a chocolate. It's also, it's the same, basically. But yeah, let's taste it. And what is in here? You can see it. Okay, of course, I can't translate the stuff. Where is the protein mix here? There's milk protein. That's it. Okay. Yeah. And chocolate. So I guess it tastes like almond. Maybe that tastes like almond. Yeah, I don't know the flavor, but the price is quite high too. €2.99 as a snack. That's a little too high. Maybe you need this stuff also. I don't know. Then it's maybe okay, but as a snack, that's too high. But I can tell you how it tastes like. Oh, and that's nice again. Two tiny bars. That's good. One for you and one for the Germans. Hmm. Yeah, that's how it looks like. And sniff test. It smells just like chocolate, not like protein. Okay, per bar 24. So 100 gram, 34% of protein. Okay, that's not really high. 34, come on, 40. But, what happened here? Let's do a thumbnail. And then it's eating time. Okay. Yeah, I like protein bars because of this consistency. It's like a chewing gum or so. I like that. And some protein bars taste good. Not awesome. I mean, chocolate tastes a little better, of course. Real chocolate, like Ferrero chocolate or so. But I like this consistency here. Yeah, let's cut it. And that looks promising. It looks like marzipan, actually. Yeah, I like marzipan too. So let's cut it again. More diagonally right here. Okay. Yeah. Nice. It's like dough or so. Anyway, here we go. Mm-hmm. Doesn't taste like a protein bar. Tastes like chocolate with a doughy consistency. No bad aftertaste. And I think there's no protein flavor. Nice. Yeah, but it's quite high in calories. And €3 is of course high. But it tastes good. Yeah, here we go. Mmm. What's the flavor? I think it's just chocolate and it's sweet. Yeah, nothing wrong with the flavor. Now there's salt. Let's check out the salt in a second. Here's more. Yeah, this stuff is not really stiff, but it's okay. A little stiffer would be okay still, but this is good too. Yeah, very good actually. And I think it tastes just like chocolate. Maybe marzipan? Maybe. There's no salt in it. Why is it salty?
No salt. Look at this. Let's check it again. This is a zero. It is a zero. Mm-hmm. Not bad, but it's salty. Yeah, I think it tastes like marzipan a bit. Marzipan, very light. And chocolate, here we go. Wow. I like it. I like the consistency, like dough. And yeah, definitely thumbs up. Flavor, tastes like a chocolate bar with a doughy consistency. Yeah. But yeah, it's too high in calories as a chocolate replacement. But this stuff here is as tasty as chocolate. Yeah, not bad. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein Proteinbar, Proteinriegel von, was soll das sein? Ja, Haripé, Bodyfit. Ist das ein Typ? Oder ist das irgendwas anderes? Jedenfalls ist es von Seitenbacher und es ist glutenfrei. Dann sind noch 3,8 Gramm BCAAs drin. Und irgendjemand hat wieder einen Kommentar geschrieben, ich will doch was über das Protein wissen. Ja, ich habe davon keine Ahnung, darum geht es ja auch gar nicht. Da ist halt Protein drin. Ich meine, wäre das irgendein anderer Riegel mit irgendeiner anderen Substanz und das hätte so eine Substanz und würde schmecken und nicht so teuer sein. Der hier ist natürlich ein bisschen teurer, aber ich meine jetzt insgesamt, dann würde ich halt diese Riegel essen. Aber ich esse halt Proteinriegel ab und zu mal, denn die sind meistens weniger, haben meistens weniger Kalorien. Okay, der hier ist ein, ja, der nicht, der hat 20 Gramm Zucker, 412 Kalorien pro 100 Gramm, so, das ist fast wie Schokolade, nicht ganz, aber fast. Und der ganze Riegel hat schon 300, ja. Ist schon etwas auf der höheren Seite. 24 Gramm Eiweiß und ja, 14 Gramm Zucker, das ist zu viel. Aber okay, es geht ja um den Geschmack. Ihr könnt euch durchlesen. Ja, und das ist hier drin, Milcheiweiß und L-Glutamin, was auch immer. Ja, so sieht's aus wie, ja, ich glaube, das ist bei Seitenbacher immer so. Ich weiß es aber nicht. Zwei kleine Riegel, das ist sehr cool. So könnte man noch einen sparen. Ich meine, wer steckt sich einen angebissenen Riegel wieder in die Tasche? Aber so einen kleinen, nicht angebissenen Riegel, das würde schon gehen. Und guckt euch mal diese Konsistenz an. Woran erinnert euch die? Sieht aus wie Marzipan, oder? Ja, und ich glaube, es schmeckt auch ein bisschen nach Marzipan. Hier ist auch Mandeln drin. Aber Mandeln... Es schmeckt mehr nach Vollmilchschokolade. Ja. Aber was hier noch richtig gut ist, Schnuppertest. Es riecht erstmal ganz gut. Schokoladig. Und es riecht überhaupt nicht nach Protein. Man würde, glaube ich, nicht feststellen, dass es eine Proteinbar ist. Oh, hier seht ihr Mandelstücken, glaube ich. Bitte fokussieren. Hey. Da. Ja, riecht gut. Und jetzt werden wir das Ding nochmal ganz professionell diagonal schneiden. Das ist nämlich gar nicht so leicht. So sieht's aus. Sehr schöne Konsistenz. Guckt euch das hier an. Ja, wie Marzipan quasi. Mit Schokolade außenrum. Here we go. Mhm. Und der ist ein bisschen weicher. Sagen wir mal weicher. Im Vergleich zu anderen Proteinbars. Aber überhaupt nicht auszusetzen, fühlt sich an wie weicher Teig. Finde ich sehr schön. Und schmeckt lecker. Wie ganz leicht nach Marzipan. Würde ich schätzen. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Aber schmeckt definitiv nach Schokolade. Ja, das kann man richtig so kneten. Here we go. Hm. Und schmeckt super. Ja, für das, was es ist. Schokolade. Gibt es nicht auszusetzen. Schon noch mehr drauf. Mhm. Okay, haltet euch dran bitte. 70 Gramm hier öffnen. Ich habe es auf der falschen Seite aufgemacht. Verdammt. Honig. Biomonöl. Natürliches Aroma. Ja, also am Geschmack gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Leider würde ich ihn wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, denn erstens ist er mit 2,99. Okay, es sind ja zwei, so wären 1,35 pro Bar. Okay,
aber ist zu hoch in den Kalorien. Ja, obwohl es 150 für so ein kleines Ding hier, das würde eigentlich schon gehen. Ich meine, man muss ja nicht beide mit einmeißen. Das schmeckt richtig gut. Und fühlt sich noch besser an. Ich glaube, ich habe zu viel rohen Kuchenteig gegessen. Deshalb mag ich das. Findet ihr das gut oder findet ihr das eklig? Wollt ihr lieber Schokoladenkonsistenz haben, die so wegschmilzt oder wegbricht? Ich finde das hier viel besser. Viel, viel besser. Alles klar. Bekommt locker einen Daumen nach oben. Schmeckt nicht nach Proteinbar. Schmeckt anders. Ja, gut. Und keine Ahnung, ob das hier was bringt. Bringt das was? Lasst einen Kommentar da. Wie auch immer. Für den Geschmack bekommt es einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.